Eine Funktion kann als W. W ist, ja? Wert. Wertetabelle. Wertetabelle, aber das ist auch Wert, ist okay, weiter. Kann als Wertetabelle X dargestellt als f von X Analysis. X wird abgebildet auf f von X, das ist eine sogenannte, man nennt das Zuordnung. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Das ist eine sogenannte Zuordnung. S, was ist das nächste? Das S, ja? Scheitel. Als eine Funktion als Scheitel? Schaubild. Also als Schaubild, und das ist in der Geometrie, das wird in der Regel geschrieben als KF oder, ich glaube, seit neuestem als GF. Und T, ja? Oder als Term. Term, und das ist die Algebra-Funktionsterm. Das schreibt man auch als Y gleich F von X. Gut, bitte weiter vorlesen. Zum Schaubild gehören P. Gehören P sind, ja? Punkte. Also in der Geometrie verwendet man Punkte, in der Analysis verwendet man S, und das heißt Stellen. Stellen, das Stelle übersetzt, das sind X-Werte. Da muss man ein bisschen aufpassen, was die Begrifflichkeiten angeht. Gut, nochmal den gesamten Aufgabentext bitte vorlesen. Eine Funktion kann als Wertetabelle f von x dargestellt als f von x Analysis Schaubild Kf Geometrie oder als Term y gleich f von x Algebra dargestellt werden. Zum Schaubild gehören Punkte, zur Funktion Stellen. X-Werte, ja. Gut. Ja, und das nenne ich immer so ein bisschen sowas wie die Dreieinigkeit. Das heißt, das sind drei Dinge, die sind eigentlich alle drei genau das Gleiche, aber die Leute stehen drauf, dass man sie unterscheidet. Warum auch immer. Also ist mir nicht ganz klar, aber sei es drum. Also ich sage es nur bei den Leuten, die in Form über Inhalt gehen, bei denen ist das besonders wichtig. Und das kommt dann im Abitur dementsprechend dran. Allerdings kann ich der Fairness halber sagen, bis heute habe ich noch niemanden gehabt, der dafür wirklich relevant abgezogen hat, wenn das nicht richtig formuliert wurde.